Du musst auf die Straße schauen, Kerle. Was geht YouTube? Hey! Was steht da auf der Uhr? Der Navi sagt noch 8 Stunden 30. 950 Kilometer hoch, morgen ist Mofa-Rennen und Sonntag 950 zurück. Das wird ein Spaß. Andi Funktionspunk veranstaltet die ganze Party. Außerdem sind die Jungs vom Schrauberblock und SBR Bike, da sind die Starter schon am Start. Männertours sind am Start, Mofa-Kult, Dummtüch und noch viele andere. Das wird, glaube ich, richtig lustig. Also freut euch auf einen schönen Vlog. Es ist natürlich für so Dorfkinder wie uns, hey. Ja, schon ein bisschen immer die kleinen Dampfer da links an, ey. Ja, Wahnsinn, Alter. Beeindruckend. Wenn man sonst bloß so Traktoren kennt. Ja, du, weißt, bei uns in Greipe, wo wir haben, da schwimmen nur Biber um. Oh, Mann, Hammerhase, ey. So. Elbtunnel Soundcheck, oder? Ja, klar, mal in Hamburg wegen unsicher machen hier. Ja, gib mir mal! Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Sollten wir mal. Oh! Zielfoto! Zum da! Das ist so ein Säckchen. Ja, schon unbeliebt. Yeah. Sieht auch professionell aus. Ey, was haben die denn für eine Karre? So einer hat der Moby Dick heute Morgen ausgeschissen. Was ist denn los? Können wir vielleicht ein Foto zusammen machen? Geht das? Nein, jetzt nicht. Und das war, ich wollte es aufschreiben! Weil das so bescheuert war! Ich wusste das! Ich wusste, das muss man aufschreiben, weil das so bescheuert war. Das ist echt gut gewesen. Mann! Du Joachim, wir haben jetzt nach der 12, jetzt lange Zeit. Ja, jetzt komm, nehm die, heb die mal fest. Heb die, Kerle, heb die. Heb die ab an der Mut. Alter. Apple approved. Alter. Schweitertag. Na. Ich bin stark genug zum nicht halten. Was ist denn los, Andi? Was geht? Unsere Bikes sind da. Was geht, Andi? Wenn ich die anderen Bikes hier so sehe. Ja, wir sind sehr untermotorisiert. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Starflight. Oh. Das ist, keine Ahnung, das hat es früher im Autokatalog gegeben. Andi, vom Rennen noch kurzes aus dem Bus. Strategiebesprechung aus dem Fahrerlager. So, was ist der Plan? Wir sind langsam, aber wir sind konstant. So. Nein, ich habe nämlich echt das Vertrauen, wenn du jetzt durch das Fahrerlager durchschaust, aha, dass die echt alle eingingen. Ach, du meinst, die sind alle so hochgezüchtet? Ja, genau, ah, dass die nicht lang fahren. Oh, wir starten mit der Startnummer C17. Team Kopfgetriebe, sauber, Andi. Alter. Vom Allerfeinsten. Ey, Carbonhelm, Mann. Das sieht richtig professionell aus. Alter, der ist ja echt extrem leicht. Ja, ja. Der passt mir wirklich. Sag ich, also, ausgestattet. Alter, der ist richtig geil. Ja, super. Der ist wirklich geil. Ich mag jetzt gar keine Werbung machen, aber der ist echt geil. Hau rein, mach voll. Wobei, wegen Leistungsgewicht, müssen wir doch noch was bedenken, Andi? Optimal so. Mofa fahren, saufen. Wochenende. Wie läuft's bei euch? Top. Stefan, ich lass los. Ja, also lass knacken, Junge. Möchtest du kurz vor dem Rennen noch jemanden grüßen vielleicht? Ich danke meiner Familie, dass sie mir das ermöglichen konnten. Und meinem Kater. Vor allem meinem Kater. Aber geile Kombi, Alter, mit dem Orange. Der Helm passt zum Bike. Ganze Outfit abgestimmt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß pisst es mich an, dass ich nicht fahren kann? Ja, natürlich. Wie jedes Mal die Frage. Ich habe gestern schon gesagt, 25. Wir hätten so Respekt für den Daimler. Der kommt richtig gut. Dummtüch! Endlich mal normale Leute mit der 14. Ebenfalls am Start. Kopfgetriebe, die C17. Natürlich auch bekannt als wunderbarer Schrauberkanal auf YouTube. Es geht los mit 5, 4, 3, 2, 1.
leise, aber oh, der Kerl. Ja. Ja. In die Uschi. Richtig. Da ist uns einfach nichts eingefallen. Ich habe nichts gesehen. Nach der Uschi wieder raus in den Tunnel. Das ist der Lukas-Horror-Tunnel. Du bist rausgefahren, was ist los? Brutal! Alles klar! Das ist krass wie im Training, wirklich! Jungs, Stefan hat gewunken, ihr müsst auswechseln! Ja, scheinbar geht es dann doch schon an die Substanz, weil wir sind gerade einen kleinen Parcours fahren. Doch schon sehr aufwendig, wenn man das so sieht. Ja, war gespannt! Wir werden dann direkt im Anschluss an das Moped-Mokig-Rennen mit Sheeps-Event auf der Bühne weitermachen. Die überfolgen uns dann mit herrlicher Musik bis zur Siegerehrung. Stefan, du musst wieder ran. Sauber, angekommen raus. Was rein, Fahrerwechsel, gib ihm! Der Sprit reicht mal durch. Laufen, fahren! Der Meister überwacht alles, hä? Bist du zufrieden? Wie war's denn, was wir sind? Mittelfeld waren wir eigentlich durchgehend. Konstanze. Ja, ich würde sagen, das war jetzt die Nummer für Kopfgetriebe. Jetzt wird für SBR Bike gefahren, aber richtig vom Feinsten her, oder? Oh ja, oh ja. Mobilklasse, was erhoffst du dir? Ja, nur gewinnen, oder? Nein, jeden ich sag mal mit der Konkurrenz, die sind echt nicht zum Unterschätzen. Wir haben jetzt ein geiles Moped, weil uns das leider nicht tut. Das darf zwar echt Hammer ausschauen, aber wir haben einfach keine Chance. Wir haben nur eine Woche gehabt zum Herrichten. Ja.
Und das hat jetzt einfach, wir haben einfach keine Chance gehabt, dass wir das Ding schneller kriegen. Abzug und alles, war Hammer. Aber ja, ja, es ist halt einfach die Geschwindigkeit, weil 30G können wir da nicht mitfahren. Na, jetzt kriegen wir das Ding von Dummtüch. Jo. Und fahren für SBR Bike. Oh yeah. Ganz aufpissen, ganz nervös. So, meine letzten Aufkleber angebracht. Ihr wisst, in 3 Minuten starten. Mensch, hey, also Aufkleber. Ich schalte unser Motorrad hier, oder wie? Ja. Mensch. Kleben kann er. SBR Bike, schaut mal rein. Was kurz und schwer für das. Kann ich mehr. Hilft nur eins. Bremsenreiniger. Bremsenreiniger. Bremsen. So, Strecke wird auch wieder fit gemacht. Auf geht's. Sind die Mopeds dran. Nummer 628 auf Insta. Sehr, sehr gut zu finden, weil es ein sehr, sehr schöner Block ist. SBR Bike, der Schrauberblock. Und wir begrüßen den Bagger im Feld. Und natürlich machen wir es wieder so, wie wir es immer gerne machen. Wir zählen alle gemeinsam runter von 5 und dann wird die Fahne geschwenkt und das Rennen ist eröffnet. Eine Stunde hier um den Kurs mit dem Moped. 5, 4, 3, 2, 1 und es geht auf! Andere Lomora? Das ist ein Anstrenger, ne? Thank you.
Camp ist sauber aufgeräumt. Jetzt geht's zur Siegerehrung. Ja, hier wird alles noch regenfest gemacht. Aber die Party ist vorbei. Ich zitter schon voll. Oh Gott, ist das kalt. Oh Andi, wie war das bei der Siegerehrung? Dabei sein ist alles, oder? Ja, klar. Jungs und Mädchen, ihr pisst im Strömen. Kalt, scheinbar ein Kitten kälter hier im Norden. Ich will wieder nach Hause. Ja, wir machen jetzt Feuer und fahren wieder heim. Wenn ihr ein bisschen mehr vom Andi sehen wollt, schaut bei dem beim Instagram vorbei. SBR Bike ist auch unten verlinkt. Ansonsten lasst bei uns ein Link und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit irgendeinem Traktor-Thema, oder? Yeah. Ciao Paolo. Ciao Kakao. Ciao Paolo.